der erste Tag im Fabelwesen-Camp. Als erstes haben wir uns alle kennengelernt. Dann haben wir über uns selber Selbstporträts gemalt für die Logifox-Zeitung. Dann haben wir ein Interview in Zweiergruppen von dem Partner gehalten. Ich bin jetzt schon seit 3 Jahren dabei und es wird nie langweilig. Ich bin schon gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Haben wir eine Geschichte über unseren Baum im Garten von der Laura, unserer Campleiterin, bekommen. Und dann war der erste Tag auch schon zu Ende. Der zweite Logifox-Tag. Wir haben unsere Kostüme fertig gebastelt und haben Instrumente und Musikstücke kennengelernt. Was mir besonders an Logifox gefallen hat, dass wir unsere Fantasie freien Lauf lassen konnten. Wir waren in der Fantasie drinne. Wir konnten unsere Fantasiewesen nachmachen. Wir konnten einfach alles machen. Wir konnten alles. Das hat mir so gut gefallen. Am besten hat mir das Kostümebasteln gefallen. Am dritten Tag haben wir die Kostüme fertig gemacht und die Musikstücke geübt. Danach haben wir eine Hauptprobe gemacht und dann haben wir die Vorführung gemacht. Der Abschluss des Tages war ein tolles Picknick, wo alle Fabelwesen etwas beigetragen haben. Für das Comic Camp haben wir uns in der Fachoberschule getroffen. Erdi, Laura und Chris haben uns gezeigt, wie man Comicfiguren erfindet. An Logifox gefällt mir, dass man sich jedes Jahr steigern kann. Ich frage mich wohl, wie ich in 2 Jahren zeichnen werde. Dann haben wir eine Geschichte erfunden. Wir haben mit einer App am Tablet unsere Comicbilder fotografiert. In der App haben wir den Comic erstellt, Sprechblasen eingefügt und das Layout gemacht. Viele Kinder haben gezeichnet oder gemalt. Xaver hat Knetfiguren geknetet. Das hat Spaß gemacht. In den Pfingstferien haben wir uns in der Innenstadt im Haus der Familie getroffen. Das Besondere war, dass wir Kinder aus der Ukraine eingeladen haben. Mit den ukrainischen Kindern haben wir uns Fragen an Eva Weber ausgedacht. Das ist die Obin, die Oberbürgermeisterin von Augsburg. Weber war sehr nett und ungefähr so alt wie meine Mama. Es gab so Fragen wie, wann macht der Skaterpark in der Dr. Thomayer Straße auf? Also ich fand bei Logifox sehr toll, dass die Erzieher super nett waren. Die haben immer geholfen, wenn man Hilfe gebraucht hat. Und ich hoffe, es ist nächstes Jahr genauso schön. Wir freuen uns, wenn ihr die Zeitung in euren Händen haltet.